Moin! Na, seid ihr auch schon geschmolzen? Das muss echt am Wetter liegen, da das so warm ist, meine Fresse. Aber darum soll es heute nicht gehen. Und zwar geht's heute um den 7er Tier 7 BWP 2000. Und zwar ist das ein Gefährt, was man im Battle Pass gewinnen kann. Und zwar auf Rang 30. Und ich werde dann jetzt einfach wieder ein kleines Review machen zu dem Gerät. Und anschließend eine schöne Runde Glops zeigen. Ich kann schon mal verraten, der macht echt Spaß. Ich bin ja selber gar nicht so erfahren mit leichten Panzern, sprich Spähpanzer oder auch Tank Destroyern. Das ist ja nun gar nicht meine Welt. Aber mit diesen hier bin ich so auf Anhieb ganz gut klargekommen. Ja, würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir an. Und zwar haben wir eine 60mm Kanone, die mit 70,8, also kann man auch 71 Schuss pro Minute rausballert, und zwar mit einem Durchschlag von 320 und einem durchschnittlichen Schaden von 200. 180 bis 221. Das ist reichlich. Also für so eine Maschinenkanone, wie gesagt, schießt nicht schnell, aber trifft wie ein Pferd, wenn's tritt. Das Ganze ist mit einem Magazin, 16 Schuss, und Magazinwechsel, wenn es leer ist, dauert 5,5 Sekunden. Ja, und wie man sieht, 10.539 Schaden pro Minute. Na gut, die wird man nie ganz rausdrücken, weil man ja eben meistens nicht eine Minute lang auf ein und dasselbe Ziel schießt. Wäre ja Quatsch, aber trotzdem recht beeindruckend. Für Tier 7 echt nicht übel. Ja, Schutz, 2.000 Trefferpunkte. Gut, ist gar nicht mal so wenig. Ja, kann man mit arbeiten. Und ansonsten Wande vorne mit 50 und 30-30, Seite und hinten. Oder auch der Turm mit 105 vorne, 50-20, frühe Seite hinten. Das ist nix. Also könnte man auch genauso gut komplett ohne Panzerung fahren. Das hält maximal leichte Maschinengewehre oder Maschinenkanonen ab. Mehr aber auch nicht. Das heißt, man platzt sehr schnell. Wenn man aufgeht, ist man eigentlich schon relativ kaputt oder tot. Ja, zur Mobilität. Oh, ich muss einen Schluck trinken. Moment. Tut mir leid, aber es ist hier wirklich brüllend warm in der Bude. Bah. Höchstgeschwindigkeit 72 km/h ist super. 3,9 Sekunden Beschleunigung auf 32 km/h ist auch in Ordnung. Klar, gibt es manche Gewehre, die sind schneller, aber das passt schon. 31 Tonnen Fahrzeugmasse, nicht der schwerste, nicht der leichteste, und 45,5 Grad Wandschwenkung. Das ist gut. So, dann zur Ortung. Man sieht, ich habe ja auch schon so ein bisschen was hier mit eingebaut. Mit diesen Retrofits für erhöhte Sicht und erhöhte Sicht im Stand und erhöhte Tarnung im Stand kommen wir auf Werte von 39% Tarnung während der Fahrt und 47 im Stehen. Und Sichtweite in Bewegung 463,8 oder 563,8, 100 Meter mehr. Ich kriege heute irgendwie nicht die richtigen Worte zusammen, meine Güte. Aber ich ziehe das jetzt durch, auch wenn ich hier wegfließe. 563,8 Meter, wenn man steht, nach, ich glaube, 4 oder 5 Sekunden schaltet das dann um und dann hat man eben die weitere Sicht. Auch noch begünstigt die Sichtweite und die Tarnung durch Sabrina, die zeige ich gleich im Anschluss eben. Die Zielerfassung. Kanone vorne nach unten, Neigungswinkel minus 6 Grad, boah, ist nicht die Welt, aber reicht eigentlich auch. Und nach oben 50, das ist ganz toll, wenn man so ein paar Drohnen abschießen will oder so, ist ganz lecker. Die minimale Streuung, 0,075 Grad. Jo, das ist ordentlich, da kann man auch auf langer Distanz schön gut mit treffen. Die Einzielzeit mit 1,44 Sekunden ist auch super. Und die Turmschwenkung mit 55,75 Grad
ist auch Bombe. Da braucht man nichts mehr dran schrauben, das kann man so lassen. Und das macht dann richtig Spaß damit. Also ich hatte, wie gesagt, schon meine erste Runde, das ist auch, glaube ich, die ich gleich zeigen werde. Ich war schlichtweg begeistert, weil ich, wie gesagt, gar nicht so erfahren bin mit solchen Fahrzeugen. Und das hat irgendwie gepasst. Also ich bin begeistert, ja. So, ja, dann haben wir hier die Sabrina draufgepackt. Die zeigen wir mal kurz. Ihr Hauptskill ist ja eben der erhöhte Modulschaden. Das ist nie weg. Und dann hier insgesamt eben 4% Tarnung erhöht. Und den Tarnfaktor vom Blattwerk erhöht auch nochmal um 6,6%. Ist nie verkehrt. Dann hier Munitionswechsel insgesamt um 24% verschnellert. Braucht man nicht immer, aber war halt im Weg, muss man mitnehmen. Genauso wie diesen hier, die Tondrehungsbeschleunigung um 3,5%. Ja, bei manchen Gefährten ist es toll, bei manchen braucht man es nicht. Ist halt auch im Weg gewesen. Nämlich hier zur erhöhten, nicht klicken, gucken. Erfassungsweite, ja, jetzt geht's rund. Erfassungsweite erhöht um 8,8 Meter. Und nochmal 6,6% verbessertes Spähen durch Blattwerk. So, und dann haben wir die Seite hier, da gibt es dann nochmal 6,3 bzw. 12,6 insgesamt Prozent mehr Crewschaden. Und dann war ich am überlegen, ob ich hier noch mit hochgehe. Aber irgendwie habe ich mir überlegt, weil ich auch hauptsächlich Klops spiele, werde ich diesen Weg nehmen, um auch hier nochmal die Basiseroberungsrate nochmal um 10,9% hochzuschrauben. Das ist nie verkehrt. Ja, das hier reduziert den RAM-Schaden um 12,28, ist nie weg. Glückstreffer, Chance auf hochpräzise Schüsse um 9%. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das funktioniert. Und hier nochmal eine Verbesserung der Präzision. Sobald kein Verbündeter in 25 Meter Umkreis ist, ist auch nie weg. Ja, und wie gesagt, dann das Hauptziel ist der hier, Basiseroberungsrate. Die will ich möglichst hoch haben, weil ich, wie gesagt, hauptsächlich Klops spiele und da ist es auch für Jokerpunkte immer gut. Wenn man es ein bisschen schneller holt. Ich muss schon wieder was trinken. Prost! Oh, sorry für das Gesaufe, aber das geht nicht anders. Genau, jetzt können wir hier nochmal gucken. Hatte ich ja auch schon mal kurz angeschnitten im anderen Video vorher, aber jetzt eben machen wir es ein bisschen ausführlicher. Man kann hier wählen, die 60mm Kanone ist immer dieselbe. Und dann kann man wählen zwischen zwei Raketentypen. Einmal die hier. Mit 630 mm Durchschlag und bis zu 1088 Schaden. Allerdings keine Tandem-Heat, das heißt, durch Ära-Panzerung etc. etc. hat man es schwer. Und diese hier hat insgesamt ein bisschen weniger Schaden, bis maximal 908. Dafür einen Durchschlag von 750 mm. Und es ist eine Tandem-Heat, damit kann man auch Ära-Panzerung durchschlagen. Ist insgesamt die bessere Wahl, meiner Meinung nach. Aber das muss ja natürlich jeder selber wissen. Also ich zähle eher hier drauf. Jo, dann haben wir hier das Aufklärungspaket. Reduziert drastisch die Rückmeldeverzögerung von Feind erspäht. Ich glaube, dann bottet man schneller oder ich habe keine Ahnung. Oder kriege ich dadurch schneller mit, dass ich gespottet wurde. Wenn es jemand weiß, gerne eben in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ja, und 30 Meter Stillstand. Alter. Wenn ich dieses Video durch habe, ne, dann gehe ich ins Altersheim. Und das war's dann. Sichtweite bei Stillstand 30 Meter. Ne, so kommen wir dann mit dem Retrofit auf 100 Meter. Mehr Sicht im Stillstand. Ja, Motor hat er, Ketten hat er. Und den schönen Kampfraum, der auch die Basiseroberungsrate eben um 25% verbessert. Und das ist eben der Plan, auch mit der Sabrina drin, dass man dann auf 35% kommt. Und das ist eine ganze Menge. Ne? Ein Drittel schneller. Caps holen ist schon wirklich eine Ansage. Ja, und Reparaturrate bei Stillstand auch 25% höher. Kann man immer gebrauchen, ne? Speziell, wenn man die Ketten abgeschossen kriegt, steht man ja automatisch und dann wird es eben halt schneller repariert. Ganz runde Sache. Jo, dann Retrofits hatte ich vorhin schon mal angeschnitten. Eben Sichtweite um 35 Meter erhöht. Im Stand nochmal 70 Meter dazu. Und eben die Tarnung. Ist eigentlich das Beste, was man für so eine Kiste machen kann. Ich wüsste zumindest nichts, was besser zieht. Keine Ahnung. Die normalen Verbrauchsgüter. Ich verzichte ja meistens eben auf Medipacks. Weil ich gerne immer entweder das
synthetische Öl nehmen für Wandschwenkungen, Beschleunigung oder eben den Energy Drink, der allgemein so ein bisschen die Crew boostet, was dann ja auch eben gewisse Werte mit steigert. Dann hat er den Override, sprich eben, ne, wenn man das abfeuert, gibt es ein bisschen mehr Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit wird erhöht, die Wandschwenkung wird schneller gemacht. Für 8 Sekunden ist man dann ein bisschen flinker. Wenn man mal schnell irgendwo hin will und so, gar nicht schlecht. Oder auch zum Abhauen, ist manchmal ganz angenehm. Ich meine aber, dass tatsächlich, da steht er nicht bei, während man das anhat, die Tarnung sinkt. Nagelt mich aber nicht drauf fest. Ich meine das mal gehört zu haben, weiß ich aber tatsächlich nicht genau. Ja, hier eben die Raketen, wie vorhin angesprochen. Und für die 60mm Kanone eben 180 bis 221 Schaden. Und 320mm Durchschlag, das ist echt nett. Ja, Sabrina habe ich gezeigt. Dann der Fahrer, im Moment noch die beschleunigte Offroad-Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung. Ich werde da vermutlich auch dann noch die Feldreparatur mit reinpacken. Eben, falls man mal getrackt wird, dass es eben in Verbindung mit dem Kampfraum, diesem hier und auch die Werkzeugkiste so ein bisschen die Ketten schneller wieder ganz macht, ist vielleicht nicht verkehrt. Sanfte Tour mit Präzision und Bewegung um 10% erhöht, wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Ich tendiere eher dahin, weiß ich aber noch nicht, muss ich gucken. Und die gute Frau, Ladeschützin und Schützin, da habe ich als erstes auf jeden Fall das Schnellfeuer genommen, damit es ein bisschen flinker wird. Das erhöht dann eben die Kadenz. Ich glaube, ursprünglich war das nämlich auch knapp über 60 Schuss pro Minute und das hat sich jetzt schon erhöht. Und als nächstes, da weiß ich es noch nicht genau, eventuell die explosiven Geschosse, um auf fast 60% zu kommen in Verbindung mit der Sabrina. Man könnte die Streuung noch verbessern, was eigentlich auch nicht nötig. Ich weiß es noch nicht, muss ich mal gucken. Steht noch in den Sternen. Gudi, dann denke ich mal, habe ich soweit alles erklärt. Wir zeigen ihn auch nochmal von hinten. Na gut, ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel. Wurscht. Wir sehen uns gleich im Replay und dann geht's weiter. Moin. So, Tag. Da sind wir jetzt auf der Karte Roughneck, Sibirien. Schöne runde Globs. Ja, und dann geht's auch gleich schon ab. Moment, ich drehe die Kamera noch ein bisschen anders. So, dann kriegen wir auch mehr mit, ne? Ja, das war eben meine allererste Runde in diesem Fahrzeug. Und wie ich schon angedeutet habe, das war richtig nett. Als erstes geht es natürlich Richtung 2, damit wir den Punkt schon mal sicher haben. Speziell eben, weil ich mit diesem Fahrzeug ja auch schneller cappen kann, ist es immer ganz fein, wenn man schon mal auf dem Weg Richtung 3 das macht, was man machen kann. Sprich eben, alles schon mal sichern, was möglich ist. Beziehungsweise ich versuche gleich noch, glaube ich, mit in die 1 reinzuschießen. Das habe ich aber vorher auch noch nie gemacht, deswegen weiß ich auch nie genau, wo ich jetzt hinschießen muss, weil man die ja manchmal gar nicht sieht drüben. Aber, was rammt der mich denn? Sausack. Das war doch ein Franzose, oder nicht? Ja. jetzt habe ich wieder den Faden verloren, egal. Auf jeden Fall merke ich gleich hier, dass ich nicht viel ausrichten kann und versuche dann erstmal Richtung 3 zu kommen, um da was zu wirken. Mir fehlt eben halt auch so ein bisschen die Erfahrung mit solchen Panzern, Spähpanzern und sowas. Ich kenne die ganzen guten Positionen dafür auch nicht. Es gibt ja auf jeder Karte immer so spezielle Punkte, wo sich dann immer alles tummelt, was so ein bisschen aus dem Hinterhalt schießt. Oh ja, hier mache ich auch meinen ersten Fahrfehler gleich. Genau, ich dachte, ich kann mich hier oben gut zwischenstellen. Werde aber natürlich gespottet und kriege direkt auf den Helm. Ja, dumm gelaufen, schnell wieder weg. Ich glaube, jetzt fahre ich gleich zu 3. Nee, das ist ja Quatsch. Das war ja die andere Runde danach. Ich bleibe hier auf dem Hügel und versuche eben, das hätte ich eigentlich eben zeigen können, ne? Da habe ich dem anderen BWP eine reingedrückt. Egal. Ich bleibe jetzt hier und versuche von hier aus ein bisschen zu wirken, was auch relativ gut klappt. Oder ich kann mal eben gucken, ob es mit dem Reinzoomen wieder geht. Nee, er lenkt schon wieder nicht automatisch mit. Das ist sehr schade. Habe ich beim letzten Video auch schon gesagt, das ärgert mich immer, weil man dann nicht richtig gut zeigen kann, wo man hinschießt. Aber hier sieht man, die Kadenz ist anständig. Der Durchschlag für so ein Geschütz ist auch anständig. Und also da kann man echt was mit raushauen. Braucht man fast die Raketen nicht.
Finde ich schon ziemlich cool. Kick, und das war schon mein erster Kill. Ist für mich tatsächlich aber sehr ungewohnt, länger auf einer Stelle zu stehen, weil das ja sonst gar nicht so mein Ding ist. Ich bin ja eigentlich immer sehr mobil. Und da muss ich mich immer so zurückhalten, dass ich dann nicht doch reinstürme irgendwo und wahrscheinlich dann schnell hops gehe. Ist halt eine andere Spielweise, da muss ich auch noch viel lernen, denke ich mal. Mal gucken, geht das mit dem Zielen jetzt wieder automatisch? Immer noch nicht, schade. Aber zwischendurch mal probieren, manchmal geht es dann ja doch auf einmal. Ja, den da hinten habe ich dann wohl nicht richtig getroffen. Richtig, jetzt wollte ich die Raketen ausprobieren, aber ich glaube, da kam nicht viel bei raus. Ich zoome mal im Rhein. Genau. Zumindest habe ich ihn noch getrackt, bevor ich dann geplatzt bin. Ich denke mal, ich war schon wieder zu weit vorne. Aber was will man machen, ne? Wäre ja auch ein Witz, wenn so ein Spähpanzer gepanzert wäre wie ein MBT. Also das wäre ja... Das wäre ja albern. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wenn ich gleich wieder spawn, wo fahre ich dann nochmal hin? Ach, wir werden es ja sehen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich glaube, genau, ja, richtig, wo ich jetzt die Uhrzeit oben sehe. Knapp über 10 Minuten noch. Und jetzt fahre ich Richtung 5, um da zu sein, wenn es umschaltet. Ja, das ist immer ganz wichtig bei Globs-Gefechten. So ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Man kann ja immer so ungefähr abschätzen, wann es umschaltet. Das ist ja nie ganz gleich, aber immer so im selben Rahmen, sag ich mal. Denn es macht durchaus Sinn, die Caps so früh wie möglich zu holen, dass man sie dann nur noch verteidigen braucht. Und hier wird man auch gleich sehen, dass mich mein Gefühl wieder nicht im Stich gelassen hat, weil in dem Moment gerade eben die 5 auftauchte. Nun suche ich mir jetzt ein lauschiges Plätzchen hier und cap mir einen Wolf. Ist natürlich auch riskant, mit so einer leichten Kiste eben hier drin zu stehen. Man weiß ja nie, wer da gleich angestürmt kommt. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Glück gehabt. Jetzt kommen noch Kollegen dazu. Kick, noch einen abgeschossen. Ja, jetzt hatte ich mir hier gedacht, dass ich einfach mal so ein bisschen hinten rumfahre und ein paar Leute spotte, was mir hier auch gelungen ist, aber der hat mich auch entdeckt. Ja. Kann man machen, nix, ne? Das Witzige ist, der weiß, ich bin hier. Moment, gleich taucht er auf. Schießt, glaube ich, auch nochmal auf mich. Genau, trifft mich. Und macht gleich einen riesen Fahrfehler und biegt ab zum Cap und ignoriert mich komplett. Ah, jetzt funktioniert es hier auch. Super. Ja, und das ist dann, na klar, ich schieße ihn jetzt in den Hintern. Und das war's für ihn. Also, was ein Eumel. Ups, oder wird dann schwindelig. Ja, wenn ich weiß, dass hier ein Gegner um die Ecke steht, dann fahre ich doch nicht einfach quasi an ihm vorbei und drehe in den Hintern zu. Also, wer macht denn sowas? Aber gut, warum nicht? Sein Fehler ist mein Gewinn. Ich glaube, das klang gerade, als wenn ich wieder Raketen anhabe, ne? Ja. Mit Raketen bin ich auch nicht so behende, würde ich mal sagen. Das merkt man auch später noch in dieser Runde, dass ich mich falsch positioniere und die Rakete quasi dann neben mir in die Deckung kracht. Weil die geht ja natürlich nicht aus der Mitte, aus dem Kanonenrohr, sondern eben von links und rechts. Und das war für mich so ein bisschen ungewohnt. Ja, hier habe ich dann sehr viel daneben geschossen. Kann man mal machen. Richtig, und jetzt taucht da an der Seite, auf der Map sieht man es, der Luftschlag auf. Ich habe mit E meine Beschleunigung gezündet. Und versuche mir den jetzt zu holen, was auch gelingen wird.
mal so, dann haben wir ein bisschen Überblick über das Gefecht. Und man sieht, der ist echt nicht langsam. Also der macht. Schneller braucht er eigentlich gar nicht sein. Es gibt zwar welche, die auch eben Radpanzer wohl über 100 km/h fahren und sowas, aber man sieht ja, wie man dann teilweise damit rumspringt und nichts gebacken kriegt. Ja gut, es gibt auch Leute, die können es perfekt, aber meins ist es halt nicht. Und ich finde so auf Ketten mit der Geschwindigkeit, das ist schon ganz ordentlich. So, den Luftschlag haben wir geholt und den drücke ich jetzt einfach über die 4. Nun ist zwar nur ein Gegner da, aber mir geht es darum, dass er eben den Cap nicht kriegt. Ne, da sind auch oft viele, die den dann irgendwo hinhauen, wo so viele vermuten. Aber ignorieren dabei halt eben, dass es hier ja nicht nur ums Ballern geht, sondern eben auch ums Einnehmen von Punkten. Denn nur so gewinnt man die Runden. Da kann man ballern, wie man will, wenn man die Caps nicht holt und sichert, beziehungsweise eben verhindert, dass sie geholt werden, dann macht man definitiv was falsch in diesem Modus. Ja, hier fahre ich dann jetzt auch mit in den Cap rein, um ihn erstmal zu blockieren. Einer steht drin, ich glaube, da stand auch ein BWP 2000 drin. Zoom mal ein bisschen ran. Weil ich meine, der kam jetzt gleich runtergefahren. Ja, macht da dann natürlich auch einen Fehler. Fängt sich da oben einen Schuss und ich drücke ihn jetzt so richtig welche rein. Und das war's für ihn. Also diese Kanone ist wirklich super. Also gegen weiche Ziele ja so oder so. Aber auch gegen schwere Panzer, wenn man... Ja gut, natürlich frontal nicht. Aber eben, wenn man die von der Seite oder von hinten annageln kann, also... Das drückt schon ganz schön im Gesicht, wie man so schön sagt. Ich trinke noch mal einen Schluck, ne? Pro. Ah, was ist das lecker. Ah, die Plörre ist genauso warm wie der Wind hier, die Luft. Boah. Bäh. ja, die Punkte haben jetzt umgeschaltet auf 6 und 7. Und ich muss jetzt gerade gestehen, dass ich nicht mehr genau weiß, was ich da vorhatte. Für mich war es ja auch ein bisschen ausprobieren, was man mit so einer Kiste machen kann oder eben auch nicht. Und ich glaube, mein Plan war es hier einfach so ein bisschen eventuell Leute zu spotten und so ein bisschen von der Seite oder von hinten anzuschießen. Richtig, ich glaube, ich baller den jetzt gleich aus dem Cap raus bei der 7. Bin mir da gar nicht mehr so sicher. Oh ja, richtig. Aus Versehen zu weit gefahren, wieder zurück und daneben geschossen. Jetzt geht's wieder nicht mit der... Doch, jetzt macht das wohl. Ey, das ist doch verhext. Stottert tue ich auch schon. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Aber ich hab's ja vorhin schon gesagt. Nach dieser Runde gehe ich freiwillig ins Altersheim und das war es dann. Also ich finde die Kanone super, ganz ehrlich. Die Kadenz ist ausreichend. Der Modulschaden durch Sabrina ist natürlich gewaltig. Schon bin ich kaputt. Jo, shit happens, ne? Aber man sieht ja auch schon in den Punkten oben, die Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. Also das ist schwer einzuholen. Es sei denn, man würde jetzt noch 6 und 7 komplett einnehmen, also von der Gegnerseite, und die dann halten. Dann könnte man tatsächlich diese Runde noch verlieren. Aber man sieht ja, die tun sich sogar schwer, die 7 zu holen, weil unser Team auch gut steht und aufpasst. Also besser kann es gar nicht laufen. Ich finde, der sieht auch schnuggelig aus, oder nicht? Das ist auch richtig ein schickes Ding. Also rundum super. Eins meiner Lieblingsfahrzeuge jetzt, obwohl ich ihn erst seit heute habe und 2-3 Runden erst gefahren bin. Der gefällt mir jetzt schon. Bin ich ganz sicher, dass ich da viel Spaß mit haben werde. Und ich denke auch, jeder andere, der sich das Ding erspielt, auf Rang 30 eben, ich glaube, da werden viele viel Spaß mit haben. Und Rang 30 ist auch für jeden problemlos erreichbar.
Klar muss man dafür ein bisschen grinden, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Also wenn ich das mit dem alten Battle Pass vergleiche, da ist das hier wirklich um Längen besser. Und das sage ich nicht, weil ich mich bei MyGames einschleimen will, sondern das ist wirklich meine Meinung. Die haben einiges geändert und zum Besseren geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. So viel wie auch gerne mal schief geht. Oh ja, hier, das war das mit der Rakete, wo ich in die Deckung reinschieße. Ja, wenn man das nicht kennt, dann schieße ich schon mal mit Raketen. Nee, also ganz ehrlich, es läuft ja gerne mal viel schief und es gibt auch viele Gründe zu meckern. Ja. Es wird zwar viel gemeckert, aber manche Leute haben ja auch recht. Aber das hier, eben, wie sie es geändert haben, muss man auch anerkennen, haben sie gut gemacht, meiner Meinung nach. Da kann man wirklich nichts sagen. Der Einstiegspreis ist für jeden erschwinglich. Es gibt anständige Preise und man hat eine Chance, wirklich durchzukommen. Zumindest bis Level 30 sollte für niemanden ein Problem sein, der ein paar Stündchen investieren mag. Ja, Werbung Ende. Nee, also ist wirklich meine Überzeugung, es ist gut gemacht. Klar gibt es immer noch einiges, was im Argen ist. Auch so ein paar Bugs im Moment, die so nerven. Aber das ist ja auch in Arbeit. Ich hoffe mal, dass vieles bald geklärt wird. Und dann sieht die Welt auch schon wieder besser aus. Siehste, Runde geschafft. Wir sehen uns gleich bei den Ergebnissen, ne? So, und dann sind wir hier bei den Ergebnissen. Und wie man sieht, das hat sich richtig gelohnt. 68.819 Erfahrungspunkte, 2,7 Millionen Ingame Credits und 72 Battle Coins. Also das kann sich echt hören und sehen lassen. 7.757 zugefügter Schaden, 4 erspäht, 6 zerstört. Echt nicht übel. Wie gesagt, das war meine erste Runde mit dem Ding. Und das hat mich echt geflasht. Also... ich bin wirklich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einer von den Fahrzeugen, die mir wirklich Spaß machen und wahrscheinlich auch noch lange Spaß machen werden. Ja, in den Teams auf Platz 2 gelandet. Das ist auch schon mal eine Ansage. Hab viele Glopspunkte gemacht und da merkt man eben, es kommt wieder mal nicht nur auf Schaden an, sondern eben auch, dass man was für die Runde tut. Und schon steht man ganz weit oben und wie man hier gesehen hat, kriegt auch ordentlich was zusammen. Also da verdient man richtig Kohle mit und Punkte. Besser geht's nicht. Ja, hier wie immer die Details. Ihr kennt das Spiel. Wer es sehen will, drückt auf Pause. Ich scrolle hier nochmal kurz durch, dass man auch alles sieht. Idi, da sind rote Zahlen. Nee, rote Zahlen wollen wir nicht sehen. Bah. ja, machen wir mal weg. Drücken wir mal hier. Und dann würde ich sagen, haben wir es auch schon wieder. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich sag's ja immer wieder, dann lasst mir gerne einen Daumen da, wenn es nicht gefallen hat auch. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, ich nehme die gerne entgegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal was schreibt. Auch gerne Kritik, wenn mal was ist. Also haut raus damit. Und ich gehe jetzt weiter schmelzen. Ich denke, ihr werdet es auch nicht viel kühler haben. Und wir sehen uns beim nächsten Video und hoffen alle zusammen, dass es dann ein bisschen kühler ist. Ne? Also haut rein. Moin.